Guten Morgen, ja, die Nacht ist vorbei. Oh, ich habe doch einigermaßen gut geschlafen. Ob es doch später in die Nacht sind, hier doch immer Autos vorbeigefahren. Oh. Aber dann ist man ja doch irgendwann eingeschlafen. 5-6 Stunden werden da sicherlich zusammengekommen sein. Oh, und mal ein, zwei Mal ist man abgewacht. Aber ich bin doch, glaube ich, erholt, würde ich sagen, von der Nacht. Und von den Vögeln geweckt zu werden und hier der Teich, das sieht doch alles toll aus. Also ich bin begeistert. Ja, das kann auch wieder ein schöner Tag heute werden. Temperaturen 16, 17 Grad. Muss sagen, ein T-Shirt geht eigentlich. Und die Mücken da drin sind da eigentlich nicht so gut hingekommen, glaube ich. Ein, zwei haben es ja doch geschafft, aber die haben sich wieder verpieselt. Ich wurde nicht gestochen, also echt klasse. Ja. Also, naja, ich werde dann jetzt wohl erstmal ein bisschen was frühstücken und dann gesättigt und ausgeruht in den neuen tollen Tag starten. Also, ich hoffe, ihr seid dabei. Ich freue mich drauf. Also, viel Spaß dabei. So, gefrühstückt habe ich, bin unterwegs. 1 Kilometer oder so bin ich gerade gekommen. Bin mal hier vom Weg reingefahren. Oh, ist das herrlich. Es ist eigentlich schon richtig groß hier. Man sieht ja gar nicht das Ende. So weit ist das noch. So, ein bisschen Schleierwolken und so werden heute sein. Weil die Sonne wird zum Glück nicht so brennen, aber es soll trotzdem heute sehr heiß werden. Jetzt geht es aber denn an die Nordsee, da ist es wohl hoffentlich erfrischender. In fast ganz Dänemark ist auch eine Hitzewarnung, nur hier diese Ecke nicht. Oh, da habe ich wieder richtig ausgesucht. Oh, Badestrand, jo, eigentlich ist das ja alles Badestrand, bloß das ist alles Kies hier. Ist ja nicht so gut, da müsste man Badeschuhe mitnehmen, dann würde es vielleicht besser gehen hier mal zu schwimmen. Aber das Wasser ist warm, das müsste auch so 18 Grad haben, 19 Grad, also ist schon badetauglich, obwohl das eigentlich letzten Wochen nicht so super Wetter ist, viel auch sehr pustig war auch teilweise, mal so ein, zwei Tage mal wieder Sonnenschein und dann wieder weg, dadurch ist es nicht so, so warm geworden, aber nun kommt da diese tolle Phase und naja, kann man nichts machen. Fahren heute die meisten alle zurück, NRW, Schleswig-Holstein und noch einige andere, haben halt Pech, das tut einem echt leid. Ich kann es ja noch am Wochenende genießen, immer mal wieder, ja, es ist so herrlich. Und mein Ziel heute ist da irgendwo hinten die Nordsee und dann, ja, Tybören werde ich erreichen und dann geht es noch weiter nördlich, vielleicht bis Klittmöller, vielleicht. Aber ich habe mein Ziel noch nicht ganz so weit gesteckt und das sind jetzt noch fast 95 Kilometer, was ich mir so heute vorgenommen habe. Klittmüller werden fast noch 10 Kilometer nördlicher und dann wieder 10 zurück. Das wären nochmal 20 mehr. Weiß ich nicht, aber es ist jetzt Punkt 8. Sehr früh. Ich habe mir gerade wieder schön Zeit gelassen. Bin trotzdem früh losgekommen eigentlich. Aber es ist echt klasse und es ist so warm. Die Sonne brennt jetzt schon. Ach, herrlich. Hier kann man es aushalten. Ja, okay, der nächste Ort wird Lemvig sein, weiß gar nicht wie weit, 10 Kilometer entfernt und dann hier so an der Küste, aber das heißt nicht nur flach, man sieht da hinten, da geht es schon wieder hoch. Ach, vielleicht gibt es dann aber auch wieder eine Aussicht, also los geht's.
Hier stehe ich jetzt auf dem höchsten Punkt der Umgehung, 74 Meter. Die Straße ist ein bisschen tiefer, also ging es ja ordentlich hoch. Hier sind auch schöne Schilder, Erklärung, wie die Landschaft hier entstanden ist. Wusste gar nicht. Irgendwo da hinten ist sogar schon Rom. Kleiner Ort hier, so heißt er. Aber selbst auf Deutsch hier auf den Tafeln. Toller Weitblick. Sehr schön hier. Ja. Ach ja, die andere Seite wollte ich auch sehen, ne? Da hinten habe ich. Da habe ich irgendwo übernachtet da vorne. Bin jetzt 5 Kilometer gefahren. Da hinten ist nochmal die Landzunge von da drüben zu sehen, wo da hinten auch die Brücke ist. Und da hinten. Jetzt kann man auch das Ende richtig sehen. Da hinten ist Tybor. Da geht eine Fähre rüber. Ja, Lemwick ist nicht zu sehen. Ist nochmal über den Hügel rüber. Aber echt schön. Hier ist alles erklärt, wie das hier entstanden ist. Echt klasse. Wunderbar. Aber Leute, es ist echt warm. Keine halbe Stunde später hier. 8.25 Uhr. Ich schätze, das sind schon 22 Grad. Boah. Und das hier im Norden von Dänemark. Ich bin froh, hier zu sein. Dann kann ich auch noch mal eben zeigen, hier im Park, das ist da so eine Tafel. Und der Berg heißt Gjelgardbakke. So heißt der Berg. Und hier ist die Tafel. Hier bin ich jetzt. Es geht jetzt hier längs. Und dann hier hoch. Hier irgendwo längs. Und dann hoch nach Tybor. Und dann hier ist die Fähre. Und dann nach oben. Boah. Erstmal noch Lemwick kommen. Und dann sehe ich erstmal weiter. Mann, was eine Wärme. Bin ich jetzt in Lemwick im Hafen. Ja, hätte ich nicht erwartet, aber hier rundherum sind die Sandhügel. Man kommt hier richtig steil runter rein. Richtig schön gelegen hier. Richtig toll, also echt klasse wieder sowas zu sehen. Oh, hier ist der schöne Hafen. Ein paar Segelboote, Fischkutter, alles da, was man sich so vorstellt. Ah, es ist herrlich. Und ja, jetzt geht's weiter. Jetzt werde ich die Hauptstraße so ein bisschen verlassen. Und folge dem Radweg immer noch. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Schild vielleicht mal so ein bisschen gesehen. Das war die Nummer 12. Das ist der Radweg, der geht hier immer um den Limfjord über mehrere hundert Kilometer hin und zurück auf beiden Seiten, auf allen Seiten, auf den Inseln. Oh, den folge ich jetzt und jetzt geht es da wieder raus. Und dann stoße ich auch irgendwann auf den Nordseeküstenradweg. Oh, aber echt klasse, echt wunderbar. Kaum zu begreifen, aber es ist ja auch noch August, so ein warmes Wetter ist ja dann wohl hoffentlich auch noch zu erwarten gewesen. Hier bin ich jetzt an der Hafenausfahrt von Lemwick in den Limfjord. Hier ist ein schöner Strand. Ah, das muss ich jetzt aber mal nutzen, oder? Mal die Füße reinhalten zumindest. Jo.
das war herrlich erfrischend. Und was soll ich sagen, ich habe schon viel zu viel. Der erste Akku ist schon wieder leer. Mann, Mann, Mann. Aber es ist einfach zu schön hier. 17 Kilometer habe ich jetzt geschafft. Ja, Leute. Aber egal, ich habe ja Zeit genug. Ich kann auch spät abends da ankommen. Völlig egal. Ich brauche ja nichts buchen. Das ist so herrlich, dieses Wetter zu genießen hier. In dieser tollen Gegend. Wow. Aber ich sehe schon, da hinten geht schon wieder bergauf. Also schnell was essen. Höhenmeter, ja, 6-8%. Mann, das ist nur Dänemark. Oh, Tropfen. Mann, Mann, Straßen einfach gerade ausgebaut. Aber natürlich hat man dann einen wahnsinnsgeilen Ausblick hier. Ah, klasse. Und da, zu dieser Landzunge, da komme ich gleich noch. Also fahre ich gleich wieder voll runter. Ich fahre jetzt durch so ein Naturschutzgebiet, so eine Heide. Echt schön. Ziemlich ruhig. Da gerade eben war auch mal so ein Shelter. Da waren mehrere, die muss man aber buchen. Und die sind auf Wochen jetzt immer im Sommer ausgebucht. Da kommt man echt schwer ran. War ja auch was los da. Sind wahrscheinlich jetzt ja, so langsam an einpacken. Oh, ist das herrlich. Schön frisch hier, weil hier ist man ein bisschen vom Wasser umgeben. Das merkt man total. Oh, richtig frische Luft hier. Oh. Da hinten, wo die Bäume sind und so, da hinter, das ist irgendwie nur so ein Kilometer breit, 2 Kilometer breit, dahinter ist die Nordsee. Und da bei den Windrädern, dahinter, da ist Tyborn, da wo die Fähre noch ist. Asphalt hat mich wieder, gerade eben war ein schöner Abschnitt auf Schotter, ließ sich sehr gut fahren. Ach, wunderbar, jetzt fährt man hier wieder ein bisschen durch die Felder, die wohl auch bald abgeerntet werden hier. Gleich bin ich schon an der Nordsee, da hinter den Dünen.
Ist sie, aber Mann, die Hitze treibt leider die Gewitterfliegen raus. Ich bin jetzt voll, das krabbelt alles. Oh Leute, das ist total nervig. Jetzt folgt Ferienhaussiedlung an Ferienhaussiedlung hier. Ja, ist das warm. Boah. Und jetzt bin ich aber auch auf dem Nordseeküstenradweg Nummer 1 hier in Dänemark. Ja, ich habe ihn erreicht und werde ihn jetzt auch eine ganze Weile folgen. Die Nordsee. Und so ruhig. Es geht fast kein Wind. Kaum Wellengang. Echt krass, weil hier geht auch eigentlich immer Wind. Hier oben im Norden. Und Leute, es ist fast menschenleer, muss man schon sagen. Wenn man bedenkt, jetzt, gerade jetzt, da tummeln sich in Timmendorfer Strand oder St. Peter-Ording, ist das da. Da ist es so voll. Und hier ist kilometerweit Strand. Nix los, Leute. Oh. Also so herrlich und so eine leichte Brise vom See, schön kühl. Aber gerade eben durch den Sand schieben das Fahrrad, boah, das ist schwer. Ach, das strengt an, aber das ist ja herrlich. Wassertemperatur, na, ich schätze auch mal so 17, 18 Grad. Mehr werde ich das auch nicht haben, aber wird sehr erfrischend sein. Aber ich fahre erstmal noch weiter Richtung Norden und fahre erstmal hinter den Dünen. Im Landesinneren erstmal wieder weiter Richtung Norden. Hilfe, das ist ja krass. Hier darf ich längs fahren. Da direkt in den Dünen entlang. Alte Flüte. Was ein Traum. Und das bei dem Wetter. Geil. Unglaublich. Immer geradeaus, aber ich muss sagen, ich habe überhaupt keinen Wind, nur den Fahrtwind. Boah, stehen bleiben darf man gar nicht, das ist so heiß, es ist unglaublich. Ich kann gar nicht vorstellen, dass hier da links neben mir die Nordsee ist, die kalte, und rechts ist auch Wasser. Aber naja, aber sehr, sehr schön hier, sehr, sehr schöner Abschnitt. Thank you.
stehe jetzt hier am Fernleger in Tyburn, habe mir ein Ticket gelöst, gibt es jetzt nur so einen Automaten. Internet stand das nicht, weil ich bin jetzt hier, ja, circa 300 Meter südlich ist ein neuer Fernleger gebaut worden und nicht der, wie hier auf der Karte noch eingezeichnet ist. Der muss ziemlich nagelneu sein. Ich stand da erst gerade wie so ein Ochs vorm Berg. Wo ist denn das Neue? Aber stand da zum Glück ein kleines Schild. Ach, jetzt ist hier alles nagelneu gelöst, aber ich kann jetzt noch mal was essen. Ich werde noch eine schöne Pause machen und dann geht's auf hohe See. Sonst fährt ihr alle nur eine Stunde, aber weil so viel los ist, fährt ihr auch halbstündlich. Da braucht ihr gar nicht lange warten. Klasse. Fährfahrt beendet, ja, tolles Abenteuer. Ja, Ticket zieht man sich drüben, entweder an Automaten mit Karte, an Land, an den Häuschen, oder es geht auch noch mit Bargeld hier an Bord. Das ist auch noch so ein Kontrolleur, der nimmt das auch auf. Das waren 50 Kronen, das müsste ich mir vielleicht mal einblenden, was es in Euro ist. Das glaube ich nicht so viel. Schöne, ruhige Fahrt, das war fast windstill, das ist unglaublich und so heiß. Und ja, die Schleierwolken tun eigentlich ganz gut, aber da wird es ganz blau. Der Himmel, das wird gleich wieder völlig aufklaren. Man muss sagen, eigentlich schade. Ach, das brennt unheimlich und ich bin so weit im Norden. Unglaublich, aber sehr, sehr schön. Tolles Abenteuer bis jetzt, tolle Strecke. Tyburn habe ich jetzt natürlich ein bisschen ausgelassen, aber es wird noch genug Highlights hier auf der Strecke geben. Ich habe auch noch ein paar Kilometer vor mir. Allein das hier schon wieder, oh Leute, echt toll. Ich würde sagen, bei Wind ist das hier die Hölle, aber heute bei diesem Wetter der Himmel, würde ich sagen. Also das ist so krass, das ist krass. Das kann ich nicht begreifen. Warum war ich noch nie hier? Es ist doch so nah. Thank you.
auf der Strandhöhe Agge. Wahnsinn. Endlich Sonne. Wind kommt auf, der jetzt ins Landesinnere pustet so leicht. Es kühlt ein wenig ab. Oh, herrlich, aber da ist ja gar kein Wellengang. Alter Schwede. Oh, ist das schön. Hammer krass. Und wie man sieht, richtig alles verteilt. Keine Sardinenbüchse hier. Wunderbar. Oh, Leute. Das ist nicht begreifbar, wie schön das ist. Ich hoffe, ich kann es zeigen in den Bildern. Schon wieder so ein grandioser Abschnitt hier hinter Agge. Das kann man nicht beschreiben. Da ist das Meer, die Nordsee. Da ist wieder so ein Binnengewässer. Da bin ich gerade eben durchgefahren. Und hier geht es weiter. Und da hinten schöner Leuchtturm. Ach, da geht es weiter durch die Dünen. Grandios, grandios. Also, wer nächstes Jahr nicht hierher fährt, der hat auch sehr schön bald. Weil das ist echt toll. Also, wer Meer liebt, also Dänemark ist echt krass. Komisch, jetzt hat sich die Landschaft total verändert. Jetzt so eine Heidelandschaft, leichte Hügel, Kiefern und Tannen und Lodbjerg. Leuchtturm ist das. Oh, sieht doch klasse aus. Oh, wo ist man hier bloß wieder gelandet? Oh, der Wind hier, der tut richtig gut. Aber jetzt geht ruhig mal wieder weiter, ne? Ein bisschen habe ich ja noch. Gerade eben, es ging ganz schön lange immer durch den Wald, war ja ziemlich eintönig, aber kaum ist man hier wieder draußen, ist schon wieder Wasser zu sehen, aber das ist irgendein Binnensee. Die Kirche kommt gerufen. Ich habe auch nicht Durst und da, schöner Wasserhahn. Erstmal auftanken. Oh.
Ich bin jetzt in der Swag hier, wieder an so einem Shelter. Oh, tolles Plätzchen. Aber das Besondere hier an diesem ganzen Wald, hier ein ganzes Stück, da darf man zelten, wo man will. Es gibt so einen Bereich, den gibt es hier auf der App. Da kann man nachschauen. Ja, die ganze Fläche. Nicht nur hier, nicht der Rasen, nein, auch der ganze Wald kann man sich hinpflanzen, wo man will. Muss natürlich darauf achten, auf der App gucken, wo man ist und ob das auch stimmt und so, aber wäre schon heftig. Aber hier auf dem Rasenweg wäre gut, hier ist sogar ein Grillplatz, aber der Wald ist ja auch schön hier. Da kann man sich hinpflanzen mit dem Zelt, wo man will. Heftig. Richtig toll. Und da ist sogar ein Wasserhahn hier. Da bin ich gleich wieder fast am Meer. Das sieht ja schon wieder stark aus hier. Ein riesen Pott da hinten. Wow, klasse. Ich habe gerade eben im Wald das Stück, da war keine Menschenseele. Das war alles ruhig. Jetzt auf einmal wieder ein paar Häuser und auch mal wieder das Meer zu sehen. Aber ich soll gleich wieder da rum, wo das Auto fährt. Und dann geht es dann wieder weiter Richtung Norden, wieder durch den Wald zum nächsten Ort. Nächster schöne Ort ist erreicht, Wurrepör. Ja, hier gibt es keinen Hafen, nämlich hier ist der Strand der Hafen. Die Boote werden hier bloß aufs Gelände hier hochgezogen und das war's. Hier liegen sie nun. Sieht hammergeil aus. Aber hier ist auch richtig was los. Touristenhochburg. Naja, hoffentlich wird da der Abstand eingehalten. Naja, ja, sehr schön hier. Sieht echt klasse aus. Da geht es immer weiter, die Küste. Und irgendwo da hinten ist Klickmöller, das sind noch 15 Kilometer. Ist auch gar nicht mehr so viel. Das schaffe ich wohl noch. Leute, der ist noch nicht ganz dicht. Der fährt doch mit Volldampf auf den Strand zu. Das gibt doch eine Havarie. Oh mein Gott.
Das hat er nur davon, jetzt sitzt er fest. Aber was soll so. Der wird er jetzt gleich rausgezogen. Witzig. Kilometer noch und oh, die Landschaft, die ist ja toll. Vielleicht auf ein Video, vielleicht auch auf Dauer langweilig, weiß ich nicht. Aber hier das zu erleben und das zu sehen, ist echt wahnsinnig toll. Also das ist echt schön. Oh, das kann man nicht beschreiben, das ist echt ein Erlebnis. Klittmühle habe ich jetzt auch erreicht. Das ist jetzt mein nördlichster Punkt auf meiner Tour. Ah, toll, ich habe es nochmal erreicht. Ja, hier ist jetzt auch genannt Cold Hawaii, weil hier eigentlich eine super Welle immer reinkommt zum Surfen und Kitesurfen, aber ich glaube heute nicht. Alter, das ist ja richtig Wahnsinn. Ich habe es hier geschafft. Ja, 17 Uhr ist es eigentlich erst, aber so langsam kann man ja ans Ende denken. Oh. Hier ist der nördlichste Punkt. Ich werde dann wieder so ein Stück wahrscheinlich Richtung Süden fahren. Aber ich möchte eigentlich gerne noch hier an der Nordsee irgendwo übernachten. Aber da gibt es auch noch so ein paar Wälder, wo man einfach so übernachten kann oder Übernachtungsplätze. Die werde ich mir gleich mal aussuchen. Ich gucke hier noch mal ein bisschen rum und dann werde ich wieder sozusagen leicht zurückfahren. Thank you.
bin ich hier in so einem Waldstück angekommen, wo das freie Zelten erlaubt sein soll, laut der Nationalpark-Seite. Oh, da kann man sich ja hier erstmal einen Arm gucken. Vielleicht klappt das ja hier. Oh, hier wäre schon eine Wiese. Ich habe den perfekten Platz gefunden. Wahnsinn. Ja, hier ist die Grenze ungefähr. Hier darf man zelten. Das ist der Naturpark. Ja, da unten ist der Parkplatz, wo ich gerade eben war. Da vorne ist eine Toilette mit Wasser. Brauche nur eigentlich hier so runtergehen. Ja, da hinten Meerblick und tada. Also das ist perfekt. Das ist wohl schon öfters genutzt worden. Jetzt bin ich hier. Also ich würde sagen, Alter, das ist so perfekt. Das habe ich gar nicht zu träumen gewagt, dass ich hier sowas finde. Das wird eine Nacht. Und ich brauche nur noch hier so durch. Ja, 100 Meter, 200 Meter laufen. Und zack, bin ich am Strand. Alter, das ist ja Wahnsinn. Das hat ja so gut geklappt. Das ist ja, oh, das ist klasse. Also ich freue mich, dass es hier geklappt hat. Ja, ich bin sogar fast schon überlegen, ob man überhaupt ein Zelt aufbauen braucht. Bei diesen Temperaturen. Naja, aber die Mücken. Oder man könnte sich einfach nur am Strand legen. Aber das ist ja richtig perfekt hier. Das ist ja ein Traum. Aber ich musste hier durch so einen kleinen Weg habe ich hier hochgeschoben. Boah, war ziemlich dickig. Aber wird vielleicht morgen früh sehr nass werden wahrscheinlich. Ich hoffe auch keine Zecken. Aber die sind hier im Norden ja nicht ganz so viel. Aber das ist perfekt. Ich suche mir dann hier noch da vielleicht oder hier in der Kiste so eine kleine Kuhle, da kommt das rein. Ich brauche nicht viel Platz. Oh Leute, das ist perfekt. Geil. Es hat geklappt. Oh, vielleicht geht mir gleich auch noch mal zum Strand, vielleicht gehe ich ja noch baden, weiß ich nicht, muss ich sehen. Aber erstmal aufbauen, was trinken, bisschen was essen, kochen, vielleicht koche ich auch unten am Strand. Ja, das wäre eigentlich noch perfekter, oder? Ach, Leute, das ist so klasse, das hat geklappt. Ich bin so glücklich. Und eine Wasserquelle, Toilette, alles in der Nähe. Echt, das ist super. Ja, das ist schnell aufgebaut, alles reingeschmissen. Ja, Fahrrad angekettet, Strandtasche gepackt. Tja, jetzt werde ich das noch abschließen, das Zelt, und dann geht es zum Strand. Ach, toller Abschluss. Am Strand ist ja wohl heftig. Hier ist ja gar nichts los. Aber hier wird auch gezeltet anscheinend, aber das ist eigentlich nicht erlaubt. Aber egal, da will ich nicht. Aber das ist jetzt keine 200 Meter. Keine 200 Meter. Heftig. Und ich bin am Meer. Klasse. Da wollen wir doch mal gleich mal gucken, ob das in Ordnung ist, das Wasser.
Leute, das ist der Wahnsinn. Ja, Leute, das ist so heftig. Leute, das ist das Genialste überhaupt. Das ist der Wahnsinn, das ist echt warm. Naja, ich werde noch mal reingehen, aber jetzt mal ohne euch. Und aus. Doch nicht. Oh Leute, das ist so erfrischend nach diesem heißen Tag. Und das Wasser ist wirklich warm, das hätte ich nicht gedacht. Oh, das ist ein Traum. Das ist echt ein Traumwochenende, ein Wahnsinnswochenende, wenn das morgen noch so klappt. Oh, das ist jetzt eine Erfrischung, Wahnsinn. Naja, jetzt noch ein bisschen hier im Wasser und dann natürlich raus und dann mal was kochen, würde ich sagen. Ich mache aber auch wieder was Einfaches, Leute. Das wird nur eine einfache Küche, schnell und fertig. Aber das ist grandios. Also das ist der Wahnsinn. Ich muss es sagen, der Wahnsinn. Es gibt kaum einen schöneren Ort, um was zu kochen. Auch wenn das jetzt wieder was Einfaches ist. Spaghetti Bolognese, ganz schnell. Jetzt mache ich wieder Wasser. Weiß, was für ein Standort für einen Campingkocher, finde ich. Echt der Wahnsinn, echt toll hier. Ah, nur so eine kleine Wellen. Irgendwo da hinten ist der offene Atlantik. Ja. Man kann hier nichts sehen, keine Schiffe, gar nichts mehr. Keine Segler. Alles ruhig auf dem Wasser. Ah, ist echt toll. Aber erstmal muss das Wasser kochen und dann das auch kochen. Und dann gibt es was zwischen die Zähne. Was für ein toller Abend, oh, Leute, das ist so herrlich. Jetzt wird es aber langsam so ein bisschen kühler, man merkt, die Leute packen alle ein, es wird hier immer leerer. Oh, war aber echt toll. Und dann auch noch zum Schluss hier noch gebadet zu haben, mal gut, die Badehose hatte ich mit. Oh, Leute, und dann 120 Kilometer waren es heute durch diese Hitze, obwohl es war ja die kälteste Ecke weit und breit hier. 24, 25 Grad, aber die Sonne hat auch ganz schön gebrannt. Aber egal, ich bin froh losgefahren zu sein, dass ich das machen kann hier dieses Wochenende. Das ist so schön. Das tut so gut, obwohl ich ja eigentlich gerade erst aus dem Urlaub bin. Ich war doch erst vor 2 Wochen aus dem Schweizurlaub nach Hause gekommen. Und jetzt stehe ich hier. Ja, es ist so schön. Ah, es ist eigentlich so dicht. Ich wohne an der Nordgrenze von Deutschland. Da ist man ja ruckizucki hier. Aber ich war hier noch nie. Ich weiß nicht warum. Es ist so schön. Aber naja, die heute 20 Kilometer, weiß ich ja nicht ganz genau, was das war, weil das Navi hat die Fährfahrt mitgezählt, aber egal, Höhenmeter ist auch egal, aber die ganze Strecke war toll, ich habe sehr, sehr viel gefilmt, ich merke das hier, was da auf der GoPro drauf ist und naja, das war's dann für heute, ja, aber morgen geht es ja nochmal weiter, morgen der tolle Sonntag nochmal, dasselbe Wetter. Ich fahre dann von hier aus Richtung Osten bis zum Limfjord ran und dann fahre ich da an deren Küste runter, bis ich wieder am Ausgangspunkt drüber bin. Ah, das sind nochmal so 90 Kilometer und so wie es aussieht mit Rückenwind morgen. Also wieder ganz easy und tolle Landschaften. Na, ich hoffe denn, dass es heute gefallen hat. Ja, danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal. Moin moin. Ach ja, ich gehe jetzt nochmal hoch auf die Düne und da werde ich jetzt nochmal den Sonnenuntergang genießen. Also, tschüss.